DW Deutsch lernen. Top-Thema mit Vokabeln. Kaum Kontrolle bei Werbung im Internet. Der Markt für Werbung im Internet wächst. Wo die Werbung am Ende genau zu sehen ist, ist schwierig zu kontrollieren. Werbespots von großen Firmen fanden sich jetzt auf YouTube neben Videos mit unseriösen Inhalten. So hatte sich das die britische Zeitung The Guardian nicht vorgestellt. Ihre Werbung war auf YouTube plötzlich neben Videos von IS-Unterstützern zu sehen. Das ist kein Einzelfall. Mehr als 250 Firmen, zum Beispiel Ford, Starbucks und IKEA, reagierten mit einem Werbeboykott, nachdem ihre Werbespots auf YouTube neben Videos mit extremistischen Inhalten, zum Beispiel von Rechtsextremisten, zu sehen waren. Werbung auf Internetplattformen wie YouTube ist für viele Unternehmen inzwischen genauso wichtig oder sogar wichtiger als Werbung im Fernsehen. Sie geben sehr viel Geld dafür aus. Doch es ist schwierig zu kontrollieren, wo die Werbespots im Internet genau auftauchen. Für Google, zu dem YouTube gehört, ist so ein Werbeboykott eine ernste Sache. Dem Unternehmen entgehen die Einnahmen durch die Werbung. Außerdem verliert es an Wert an der Börse. Google hat auf den Boykott reagiert und will jetzt Werbung auf YouTube nur noch bei Videos erlauben, die mindestens 10.000 Mal angeklickt wurden. Mit diesem Schritt haben sie den Werbeboykott gestoppt. Die Gefahr von Missbrauch bleibt aber bestehen. Eine Kontrolle durch Menschen ist nicht möglich. Google müsste dafür 100.000 neue Mitarbeiter einstellen. Und die Maschinen finden nicht alle unseriösen Inhalte. Neue Gesetze sollen kommen, doch das kann noch dauern. Wie streng sie sein werden, ist offen. DW Deutsch lernen. Top-Thema mit Vokabeln. Mehr auf dw.com/deutschlernen.